Ein herzliches Willkommen auf Lebensthemen TV. Mein Name ist Malela und dein Wohlbefinden liegt mir am Herzen. Daher gibt es erneut ein Video um das Thema Wasser. Nach diesem Video wirst du wahrscheinlich selbst entscheiden können, ob für dich Wasser leer sein soll oder eher voll. Vor circa 2 Jahren habe ich ein Video gemacht, da ging es darum, Wasser im Test in Bezug auf ppm. Ppm heißt so viel wie Parts per Millions. Und das sagt aus, wie viel gelöste Stoffe im Wasser drin sind pro Million. Ich messe jetzt mal hier das Lauretana-Wasser und habe hier 9 ppm. Dann messe ich hier das Evian und komme auf 247 ppm. Ja, jetzt stellt sich die Frage, eben warum ich das messe. Das heißt, hier sind 240 ppm drin und das ist relativ viel. Das heißt, dieses Wasser hat nicht mehr die Möglichkeit, gut zu transportieren und die Schlacken abtransportieren. Das heißt, wir führen unserem Körper mehr Stoffe hinzu, als dass wir abtransportieren können. Es gibt hier eine Liste, auch da gibt es verschiedene Listen, aber ich nehme mal die vom Mr. Water, die ist ein bisschen höher angesetzt. Also das heißt, hier ist er eher noch gutmütig. Es gibt eine andere Liste, da wären wir zum Beispiel bei 247. Ja, da sind wir eben im Bereich belastend drin. Also keine entschlackende Wirkung mehr. Dann gibt es aber auch hier noch eine Liste. Da muss ich ein bisschen näher. Ja, auch da sind wir aber trotzdem im gleichen Bereich drin. Das ist von der Quantisana die Tabelle. Da sind wir auch bereits belastend. Also wollen wir Wasser trinken, das uns eher belastet, oder wollen wir Wasser trinken, das unsere Schlacken abtransportiert? So, und jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, das sagt überhaupt nichts aus. Aber wenn man davon ausgeht, dass es mir in erster Linie wichtig ist, dass ich leeres Wasser trinken kann, dann sagt mir dieser Wert eben sehr viel aus. Und es sagt nichts darüber aus, ob das jetzt was drin ist, sondern nur Salz oder gelöste Stoffe, die drin sind. Und zum Visualisieren einmal mehr, wie ein Wasser aussieht, das belastend ist. Das ist eine reine Seifenlösung, also für die Härtebestimmung. Und diese Lösung zieht alles an sich ran, was nicht Wasser ist. Und wenn ich Wasser trinken möchte, dann möchte ich eigentlich Wasser trinken und nicht viele andere Sachen. Das heißt, ich tue jetzt da mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tropfen rein. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Vielleicht nochmal etwas, wenn du... Du kannst das vergleichen, wie wenn du umziehst von A nach B und du bestellst dir eine Zügelmannschaft und die kommt mit einem halbvollen Lastwagen. Natürlich ist so ein Zügel, eine Zügelmannschaft bzw. der Lastwagen nicht so effektiv, deine Möbel zu transportieren. Und was wir jetzt hier sehen, ist nichts anderes als eine bisschen andere Visualisierung dieser ppm-Werte, die ich vorher gezeigt habe. Also das löst bzw. bindet, diese Seifenlösung bindet alles an sich ran, was nicht Wasser ist. Und das wäre jetzt das Swiss Alpina Wasser. Da ist so viel, was man hier sieht, an Weiß ist nicht Wasser. Und wenn ich Wasser trinke, dann würde ich gerne Wasser trinken und nicht das, was hier alles drin ist. Man wirbt ja heute sehr viel mit Mineralien, doch Mineralien sind nicht dazu da, um uns, also das Wasser ist nicht dazu da, uns mit Mineralien zu versorgen, sondern dazu sind die Nahrungsmittel da. Hier haben wir das Lauretana-Wasser, das sieht man, da ist kaum eine Schleimbildung oder Färbung. Da ist jetzt das Evian-Wasser, obwohl ich hier weniger reingemacht habe an,
an Seifenlösung und obwohl es mehr drin ist, ja, es sieht eklig aus. Und hier haben wir das San Pellegrino Wasser. Und da haben wir ein gefiltertes Wasser mit dem Swiss Blue Motion Filtergerät. So, also wir sehen, es gibt doch ein käufliches Wasser, das Lauretana, was ziemlich leer ist. Es ist natürlich auch etwas teurer und jetzt kann man sich fragen, ja, warum ist dieses Wasser so teuer? Dafür ist es leer und warum sind diese Wasser eher günstiger? Das kann sich jeder selber fragen und jemand hat mich noch gefragt, ja, kohlensäurehaltiges Wasser, wie ist denn das? Die meisten Menschen sind ja durch die Umweltverschmutzung, durch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wenn es Fastfood ist und solche Sachen, sind wir übersäuert. Also jemand, der Vegetarier ist, aber dann kohlensäurehaltiges Wasser trinkt, das bringt nicht sehr viel, weil man übersäuert den Körper wieder. Und Übersäuerung ist der Anfang oder kann der Anfang sein für Krankheiten. Ja, ich hoffe, ich habe dir ein paar Informationen geben können, dass du jetzt vielleicht entscheiden kannst, ob du in Zukunft leeres oder volles Wasser trinken möchtest. Eine Frage wurde mir noch gestellt beim letzten Video, wenn man Wasser programmiert und es danach kocht im Kocher, ob dann die Schwingung erhalten bleibt. Ich habe das getestet und die Schwingung bleibt erhalten. Ich habe das zwar das Gefühl, es hat etwas abgenommen, weil es natürlich auch wieder im Elektrogerät gestanden ist, dass es da etwas abnimmt, aber grundsätzlich hält die Schwingung des Wassers, also die Energetisierung. Ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen über ein Like. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder konstruktive Kritik, dann freue ich mich auch. Ja, und somit wünsche ich dir einen schönen Abend. Tschüss!